Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Immer noch auf dem Weg, immer noch dieselben Gefahren. So ist das Motto, mit dem wir uns weiter hier in bewegen. Wenn ich irgendwelche Seitengassen nehme, weil ich habe das Gefühl, die Hauptwege, da funktioniert alles immer nie. Was? Warum denn immer auf Friedhöfen? Kann mir das irgendeiner beantworten? Tschüss. 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 Aua. Aua. Hä? Nee. Es ist nichts mehr. Jo. Oh. Wie komme ich da runter? Mit dem Eingang vorbei. Hä? Ist das in hä? Krieg dich mal wieder in den Griff. Was? Nö. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Ein Hinterhalt kannst du nur liegen. Aua. Ach da. So, warum brauche ich jetzt immer zwei Schüsse dafür? Kann mir das jemand verraten? Aha. Aha. Wo genau schießt du hin? Ach so, da auf die Treppe. Was? Yo. Aber, aua. Du, ich empfehle von hinten zu schießen. Ja. So, das ist perfekt. Nein, das wollte ich nicht. Mais. Ja, der Mais, ja, der Mais, ja, der Mais ist da. Ja, der Mais, ja, der Mais, ja, der Mais ist da. So. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Galerie Pigman und erkunden die mal. Meinst du, wir kriegen diesen Pigman Psycho? Der Mistkerl ist uns schon mal entkommen. Aber Slap lässt keinen am Leben, der unsere Crew jagt. Pigman hat Roy angeblich bei lebendigem Leib die Haut abgezogen, nachdem er ihn geschnappt hat. Wenn ich daran denke, läuft's mir kalt den Rücken runter. Ja. Jack würde ich... Je schneller wir das Arschloch erledigen, schätze, desto besser. Recht. Ach, ich fühle mich immer, als würde ich hier beobachtet werden. Keine Ahnung, wie du da drauf kommst. Wo sind die denn nur hin? Keine Ahnung. Draußen ist wer. Echt? Oh, nö. Oh Gott. Okay. Ey. Das war euer letzter Fehler. Ja, hoffe ich doch mal. Na. Aha, aha, aha. Oh, ein OP-Tablet. Auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Piper? Könntest du bitte nicht sprinten? Verabschiede dich von der Welt. Hey. Danke. Ich, Piper kann nicht mehr tragen. Das ist ja super.
Ja, dann Metallrüstung ablegen und hier die und die. Die und habe ich irgendwelche Waffen, die besonders viel wiegen? Nichts, was jetzt irgendwie. Okay, dann habe ich bestimmt welche, die sehr wenig wert sind. Ja, hier die Impro-Pistole zum Beispiel. Impro-Gewehr auch. Impro. Immer diese Impros. Yo. Ey. Hallo. Den haben wir's gezeigt. Will ich auch sagen. Oder hoffen. So. Natürlich trage ich wieder zu viel. Pigments Visitenkarte. Ach, guck mal. So. Okay. Wer ist nur zu so etwas imstande? Jo. Hallo? Hi. Hey. Was hat sie denn, was da so viel? Jetzt sowas braucht man zum Beispiel nicht. Das sowas auch nicht. Sowas auch nicht. Das sind halt die Sachen, die einfach viel zu viel machen. So. Achso, oh. Aufgepasst. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Ja. Du. Oh. Okay, das wird jetzt, ist jetzt blöd. Okay, da habe ich gar nicht so viel. Hat die irgendwelchen Schrott? Den, der zu viel wiegt? Ja, Schreibmaschinen und. Ja, eigentlich, was ist das schon? Eieiei. Es ist aber schon. Jetzt sind wir wirklich an der Grenze quasi. Das war eine Falle, würde ich behaupten. Womit in aller Welt kann man so etwas verdient haben? Und natürlich die ganzen Lebensmittel, die wir dabei haben, machen es natürlich nicht besser. So, eine Spielzeugrakete, die behalte ich mal alle. Die Sachen, die da sind, nicht behalten, lasse ich da mal. Hier in die Zwischenwand gehe ich gleich, in der Hoffnung, dass da irgendwas ist. An solchen Orten herumstöbert endet oft als Abendessen. Ja. So, jetzt habe ich. Warte mal. So. Ging das nicht irgendwie? Schade. Ich hatte irgendwie mal. Da war das. Nee, das ist zum Verkaufen. Das Schrotz, okay. Okay, weil ich hatte irgendwo mal gelesen, man kann Gewicht sparen, wenn man Schrott direkt verwertet. Der Raketenwerfer ist mir zu schwer. Aber irgendwie ist das wohl auch nicht hier so möglich, wie ich es mir jetzt gewünscht hatte.
Irgendwie ist hier nicht so viel. Wow. Nicht so viel. Die Tür ist auf. Hier. Los geht's. Wie ich mir jetzt gewünscht habe. Allgemein finde ich, man findet deutlich weniger Kronkorken als in den anderen Fallout-Teilen. Was jetzt nicht schlimm ist, ich habe nicht wenig, aber... ein paar wären halt schon immer nett. Granaten könnte ich eigentlich auch mal werfen oder verkaufen. Nutze ich so gut wie nie. Hier Impro-Gewehre. Impro-Repetierer. Doppelläufige Schrotflinte, ja. Muss ich alles leider wegwerfen? Oh, hi. Okay, der nächste. Und tschüss. Ja gut, zum Glück kann man Patronen immer mitnehmen. Oder Stimpaks. Hier ist es auch nicht so, dass ich den Schrott verwerten kann. Nee, nee. Also ich glaube nicht. Klebeband muss ich halt immer mitnehmen. Wie komme ich hier hoch? Oder was ist hier unten noch? Pigman! Jo. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Mistkerl! Tschüssi! Wer ist in der Oder Neiße? Was? Oh. Oh. Was? Hier ist aber ziemlich viel. Okay. Geht's nicht weiter, sage ich mal direkt zumindest. Was? Einfach so. Die Frage ist, kann ich hier wieder hoch? Oh. Wow, ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Ich musste die einfach mal wegwerfen. Huch. Hat sich da jemand selbst hochgejagt? Yo. Tschüssi. Huch. Also die Munition kann ich auch noch mitnehmen. Nein, stirb. Vor allem er steht im Wasser, ne? Wird dadurch geschädigt. Aha. Was immer da so garstig riecht, es sollte dringend zu einem Arzt gehen. Ja, empfehle ich auch. So, was haben wir hier? Ein paar wertvolle Sachen auf jeden Fall. Aha, oha. Sich selbst anzünden gibt bessere Dinge. So, jetzt muss ich mal wieder auf die Granaten wechseln. Die Splittergranaten.
Okay. Okay, okay, okay. Glück Automatikpistole. Aha, aha, aha. Ich bin verkrüppelt anscheinend. Okay. Wo ist er denn? Oh, hi. Du, ich müsste mal. So, jetzt wird er aber mal genutzt, der kritische Schuss. Komm schon, ich trage zu viel. Ja, du kannst mir nichts mehr abnehmen. So. Dir was ab? Kannst du irgendwas sehen? Tschüssi. Okay, das war richtig sinnlos. Aber das macht ja nix. Oh. Achso, ich habe immer noch zu viel Gewicht dabei. Ein Impro-Reptierer. Hier lege ich erstmal die normalen Impro-Pistolen weg. Ja. So. Normalen 556 kann ich immer noch behalten, wann war. So. Weiter geht's. Wo sind meine Splittergarn? Haben wir dich, Pitman. Dachtest, du könntest unsere Leute nach Herzenslust jagen und foltern. Es wird schön, dich zu töten. Das wird dein letzter Kampf, Kumpel. Hast du das gehört? Ja, ja. Dein Arm ist das geringste Problem. So. Ich habe das Gefühl, hier drin die Schuhe aufziehen zu müssen. Wie kommst du denn da drauf? Okay, warte. Aufbereitetes Wasser. Es wiegt alles zu viel. Das lohnt sich halt fast nicht beim Schrott. Bei den Waffen dann schon eher. Okay, da, also ich sortiere mal hier nach Gewicht. 190, 190, hier normales Scharfschützengewehr. Geht. Kann man ablegen. Und die Kampfgewehre. Warte, dann mache ich das noch weg. Dann habe ich erstmal ein bisschen wieder. Und was hast du? Das war knapp. Danke. Die haben Schlimmeres als den Tod verdient. Warum? Warum wollten sie dich erledigen? Eine Meinungsverschiedenheit. Ihnen gefiel nicht, dass ich ihre Köpfe sammle. Ich möchte dir was geben. Woran hast du gedacht? Ein Geschenk, nichts weiter. Schau dir in meinem Haus mein Gemälde Picknick für Stanley genau an. Dann findest du das Geschenk. Das wirst du brauchen. Aha. Ja, danke. Entschuldigung. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen, aber ich arbeite allein. Okay. Interessant. Nur 78. Das ist halt wieder so extrem viel wert, ne? Ist halt das Problem. So. North End. Mhm.
ist aber immer noch nicht das, was ich eigentlich machen wollte, oder? Sollte, nicht wollte. Huch. Ihm. Erstmal, okay, die Quest ist nicht aktiviert. Das ist nämlich erstmal wichtig. Achso, kehre zu Hancock zurück. Ah, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal.